Willkommen zu Engagiert in der Region aus dem Vorgebirgsblick in Bornheim-Merten. Heute, unschwer zu erkennen, mit dem FC Fründe Mai 98. Bei mir Klaus Zimmermann, erster Vorsitzender, und Achim Raschke, Hallo. Zweiter Vorsitzender. Hallo. Und Hennes natürlich. Richtig. Dich dürfen wir nicht vergessen, genau. Aber nur eine Nachbildung. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. FC Fründe Mai 98 ist der größte Fanclub des FCs inzwischen. Ihr habt 620 Mitglieder. Das macht absolut euch richtig. Ein bisschen stolz, oder? Wir sind da sehr stolz drauf. Also wir sind ja auch jetzt schon fast 23 Jahre unterwegs, ja, und haben über die ganzen Jahre dann dementsprechend auch sehr viele Mitglieder gewinnen können, weil wir einfach auch ein toller Fanclub sind und sich auch viele Mitglieder bei uns sehr wohlfühlen. Ja, ihr habt seit wann sich breit aufgestellt, auch in dem, was ihr noch alles neben den Auswärts- und Heimspielen überhaupt macht. Richtig. Wir müssen aber mal zur Gründung kommen. Also die Gründungsgeschichte ist schon irgendwie, finde ich, nah am FC. Es passt irgendwie zum FC. Aber ihr habt euch gegründet, als es klar war, dass der FC das erste Mal absteigt. Ja. Was denkt sich da der FC-Fan? Der Verein steigt ab, lass uns einen Fanclub gründen. Ja. Im Grunde genommen war das Motto ja jetzt erst recht. Ah, okay. Der 1. FC Köln ist ja Gründungsmitglied der ersten Bundesliga gewesen, mhm, und war 1998 dann tatsächlich am 2. Mai definitiv abgestiegen, obwohl die Saison ja noch nicht zu Ende war. Das war das Spiel in Bielefeld. Und dann haben sich einfach auf einem Geburtstag 13 Leute getroffen und haben gesagt, boah, das ist ein Ereignis, das können wir so nicht stehen lassen. Der FC braucht jetzt unsere Unterstützung. Und dann haben die natürlich ein paar Kölsch getrunken. Und der Peter Mandt, der damals auf dieser Geburtstagsfeier war, hat gesagt, hier, Jungs, ich habe hier einen Bierdeckel, das ist die Originalurkunde. Original. Ne? Und da haben dann alle quasi mit unterschrieben, damit die auch am nächsten Morgen, wie sie wieder nüchtern waren, natürlich wussten, dass sie auch noch den Fanclub gegründet haben. Parallel muss man natürlich sagen, dieser Fanclub wurde ja in Rösdorf gegründet. Mhm. Und parallel, fast zeitgleich, wurde auch in Hemmerich ein Fanclub gegründet. Okay. Und das ist Andreas Röttgen gewesen. Und die beiden kannten sich, haben sich ausgetauscht und haben gesagt, komm, wir haben das gleiche Schicksal erlitten und wir machen jetzt einen großen Fanclub zusammen. Und dann ist der Peter Mandt erster Vorsitzender geworden, der Andreas Röttgen zweiter Vorsitzender. Aber eigentlich waren die gleichberechtigt und haben den Verein dann richtig nach vorne gebracht und haben nach diesem Debakel dann 1998 schon die nächste Saison geplant in der zweiten Liga mit Auswärtsfahrten und Dauerkarten. Und dann ging das rasend schnell, dass wir auch dann relativ schnell 100 Mitglieder hatten. Oi. Und dann kam auch Achim relativ schnell dazu, ja, und ist eigentlich so ein erweitertes Gründungsmitglied. Ah. Ja, also ich bin seit Juni 98 quasi Mitglied. So. Und ja, und dann wächst man quasi mit dem Verein, ne, so als 16-Jährige damals dann dabei. Und wow. Ja, so wächst man dann irgendwann, wie gesagt, mit da rein und wird dann irgendwann selbst zum Vorstandsmitglied. Genau. Was waren denn, ihr seid ja ganz am Anfang, direkt nach der Gründung gab es das Angebot des Busses, ne? Dass man mit einem Bus zu den Heimspielen fahren konnte. Ja, das war mehr oder weniger, ja, nicht aus der Not heraus geboren, aber zum allerersten Heimspiel in der zweiten Liga gegen Unterhaching sind wir zwar noch alle mit der Bahn gefahren, das war halt hier Vogelbürge vorbei, mit der 18 natürlich noch ganz einfach. Ja. Also die Hinfahrt war ganz einfach, aber zurück ist klar, wenn dann 30.000, 40.000 dann zu den Bahnen fast stürmen, okay, wird es dann halt ein bisschen enger. So, ja. Und dann hat man sich auf der Rückfahrt dann halt wirklich verloren und hat der Peter und der Andreas gesagt, nee, also das geht nicht, das müssen wir anders machen. So, und hat dann natürlich direkt versucht, einen Bus zu organisieren und ja, so ist das quasi entstanden. Hat dann auch ganz schnell die Finger am Telefon gehen lassen und hat dann tatsächlich auch einen Busparkplatz direkt am Stadion organisieren können, wow, den wir quasi bis heute ja, nutzen können, ja, zum Glück. Und ja, und so ist es mit dem Buspendelverkehr quasi entstanden. Und bis heute fährt er zum Stadion, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, aber bis heute fährt er zum, genau, Stadion. Genau, und das ist ja, ja, auch unser Herzstück des Vereins. Mhm. Wir transportieren ja alle Mitglieder, die jetzt aus dem Vorgebirge kommen. Wir treffen uns dann immer 2 Stunden vor dem Spiel an der Marktschenke. Mhm. In Rösdorf, ja. In Rösdorf, genau. Das ist auch unser Vereinslokal immer noch. Und von da aus geht es dann mit dem Bus, das ist immer so ein Pendelbus mit ganz vielen Leuten, die da reinpassen, geht es dann zum Stadion. Natürlich sehr großer Luxus mit dem Busparkplatz vor dem Stadion. Absolut. Und nach dem Spiel wird dann halt nach Hause gefahren.
Und Kölsch haben wir immer auch genug dabei. Ne? Ja, ich bin während meiner Schulzeit ja in den Genuss gekommen, auch ein paar Mal mit dem Bus zum Stadion zu fahren. Und ein großer Punkt ist ja wirklich, da werden ja Freundschaften geschlossen in dem Bus. Ja. Ne? Also man sitzt da wirklich zusammen und lernt sich auch kennen. Ja, ja. Also der Achim also, ist ja auch ein, das ein ist schon, ja. wichtiges, wichtiger Bestandteil des Busses, ja. weil er managt das auch alles mit unserer Geschäftsführerin und genau. er macht den Tipp im Bus und gibt es ja eine Getränkekasse, wo dann auch das alles organisiert werden muss. Und da ist der Achim natürlich auch einer der wichtigsten Personen im Bus und kennt jeden. Ja. Ja. Ja, also auch in den 23 Jahren nicht nur Freundschaften. Es wird natürlich, also man lernt sich kennen, man erlebt natürlich auch so, das sind auch teilweise so persönliche Schicksale und okay. ja, das ist ja schon so 23 Jahre, da erlebt man so viel. Ja. Das ist schon Liebschaften, Trennungen, Freundschaften, also alles, ne? Gibt's und der FC auf und ab und ab und genau. auf. Ja, genau. Wer hätte das damals bei der Gründung gedacht? Wir nicht, deshalb war ja gerade dieser Fanclub hat ja diesen Namen Mai 98. Das ist ja so ein prägnantes Ereignis gewesen. Und der Peter Mandt und der Andreas Röttgen haben damals gedacht, das ist der einzige Abstieg des 1. FC Köln. Als Rheinländer ist man ja immer sehr positiv. Und sind ja dann danach noch Dinge passiert, die wollen wir heute eigentlich unerwähnt lassen. Wir können über andere Sachen sprechen. Es gibt ja auch noch ganz andere. Man könnte ja noch sagen, dass beim ersten Aufstieg ja dann, kurz danach wurden ja auch LKWs quasi von uns bedruckt oder es wurden von Mitgliedern bedruckt und jetzt auf nach Europa. Also das war dann. Das war nur in weiser Voraussicht. Das ging halt dann doch ein bisschen. Man aber wusste, wir hatten dass ja schon die Vision damals und jetzt vor 3 Jahren ist es ja tatsächlich geschehen, dass wir nach Europa fahren durften und von daher. Hattet ihr recht? Alles funktioniert. Ja, war halt nur ein bisschen. Ambitioniert. Wie hat sich denn der Verein weiterentwickelt? Ihr habt ja dann irgendwann, ihr seid immer mehr geworden. Ne? Irgendwann war das schnell 100 und seid dann aber auch mehr geworden. Und seid ihr dann auch auf größere Auswärtstouren gefahren? Ja, das ist schon ein großer Bestandteil. Also, wir machen ja regelmäßig Auswärtsfahrten zu den Spielen, die eigentlich hier in der Region sind. Und nachdem die DFL auch diese blöden Spieltage festgelegt hat, wo man nicht weiß, wann findet das Spiel statt, haben wir uns darauf festgelegt, dass wir immer am letzten Auswärtsspiel unsere Auswärtsfahrt machen, unsere große Auswärtsfahrt. Und da geht es dann halt immer zu dem Verein, wo dann gerade das Auswärtsspiel stattfindet. Das ist zwar immer ein bisschen schwierig, dann an Tickets zu kommen, weil wir fahren dann ja auch mit 50, 60 Leuten dahin, über mehrere Tage dann in die Stadt, wo wir gerade spielen. Und das ist natürlich auch ein ganz besonderes Highlight, weil dann ist man 3 Tage mit den Mitgliedern zusammen. Freitags wird dann losgefahren, da wird im Bus gefrühstückt oder in der Marktschenke. Dann wird natürlich das ein oder andere Kölsch getrunken. Klar. Und wir erleben dann natürlich immer auch ganz viele Erlebnisse in den einzelnen Städten, wo wir dann gerade unterkommen, haben auch schon Fanfreundschaften mit anderen Fanclubs von gegnerischen Mannschaften dann quasi abgeschlossen und sind eigentlich da. Das ist immer so ein Highlight in unserem Club, weil so eine Auswärtsfahrt, das verbindet dann nochmal extrem. Als ist wenn man nochmal was ganz anderes, als an einem Samstag zum Heimspiel zu fahren. Ist wirklich was ganz anderes. Ihr habt in eurem Bus, ich wollte euch eigentlich fragen, wer von euch sie singt. Aber ihr habt eine eigene Vereinshymne, richtig? Genau, die Vereinshymne ist tatsächlich im Rahmen unseres ersten großen Jubiläums entstanden. Das war 2008, da hatten wir 10-jähriges Jubiläum. Und da haben wir uns gedacht, weil wir ja gerne auch im Bus singen, und irgendwie gab es da schon so mal Tendenzen, dass Mitglieder da auch gewisse Ideen hatten. Und die haben wir dann aufgegriffen und haben dann eine eigene Hymne kreiert mit 3 Strophen. Das ist dann, die Melodie ist in unserem Fädel und lässt sich natürlich dann besonders gut auch auf unseren Fanclub herunterbrechen. Und da wird halt davon gesungen, wo wir im Stadion sitzen, in S14 ist unser Block. Ah, okay. Und dann wird auch gesungen, wie die Rückfahrt ist, ob wir gewonnen haben oder verloren. Das spielt alles keine Rolle. Und wenn wir auch gewonnen haben, zum Beispiel 3-0, dann wird auf der Rückfahrt gibt es einen Kreisel in Bornheim. Bitte dreimal rumgefahren. Ich wollte ja irgendwann mal einführen pro Tor und pro Punkt, aber das war dann nach höheren Siegen wurde das nicht gewollt.
Dass man dann vor allen Dingen auf der Rückfahrt. Ja, genau. Ja. Inzwischen ist auch noch eine vierte Strophe dazugekommen, die ist dann letztendlich durch den Vater vom Achim so ein bisschen entstanden und im Bus auch wieder geboren worden. Also die Hymne wird also jedes Mal weiterentwickelt und zu jeder Mitgliederversammlung und zu jeder Gelegenheit wird auch die Hymne dann gesungen. Aber heute ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, diese anzustimmen. Jetzt hast du gesagt, Achim, über deinen Vater. Ist denn dein Vater auch schon so lange wie du Mitglied im Verein? Nee, aber er durfte mich damals fahren, damit ich den Mitgliedsantrag unterschreiben durfte. Und er ist dann nachher aber auch eingetreten. Also auch, ist auch ein Familienverein. Ne? Absolut, ja. Sind auch, das auf jeden Fall. Ja. Und du hast auch schon gesagt, ne, der Frauenanteil ist alles andere als gering. Ne? Also wir haben auch eine relativ große Frauenquote. Ja. Was man natürlich sagen muss, wir sind ein wirklich großer Familienclub. Ja. Als Beispiel in 2020 sind drei ganz junge Mitglieder dazugekommen, drei Babys. Ach, oh! Ein Baby, der kleine Jonas von unserem Vizepräsidenten, ist in den Club eingetreten. Also wir haben kein Nachwuchsproblem. Mhm. Und die Mitgliedschaft geht halt von wie gesagt, von der Geburt bis über 80-Jährige haben wir bei uns im Fanclub von aus der Region, über Köln, über Süddeutschland, in Kanada sitzen Mitglieder von uns, in Südtirol sitzen Mitglieder von uns. Also jedes Mal, wenn wir in die Ferne reisen, machen wir natürlich Werbung für den 1. FC Köln und auch speziell für unseren Fanclub. Ja. Und das macht natürlich eine Riesenfreude. Und dafür haben wir auch, vielleicht darf ich das mal gerade zeigen, wir haben auch eine Reisefahne. Richtig verpackt hier. Ne? Eine Taschentüte, die Musik macht. So, diese Reisefahne, die war schon in der Welt unterwegs. Die kann jedes Mitglied quasi bei uns ausleihen. Und muss dafür eine Leihgebühr von 50 Euro hinterlegen, quasi als Kaution, dass die Fahne auch wieder zurückkommt. Ja. Und da steht ja FC Fründe on World Tour. Und jedes Mal, wenn das Mitglied ein Foto mitbringt mit dieser Fahne aus einem Ort, wo er im Urlaub war, dann wird das bei uns natürlich auf der Homepage veröffentlicht. Schön. Und er bekommt dann nachher 25 Euro zurück. Und die anderen 25 Euro sammeln wir dann für Spendenaktionen, sodass wir auch den Reinerlös für diese tolle Aktion dann wieder einem sozialen Zweck zukommen lassen. Ne? Jetzt hast du es angesprochen, Spenden. Ihr sammelt auch Spenden. Ihr seid nicht nur ein Fanverein, ihr sammelt auch Spenden und macht was für einen guten Zweck. Wofür sammelt ihr Spenden? Ich glaube, für das Verschiedenste, also wir haben jetzt zum Beispiel, klar, in der Corona-Zeit haben wir durchaus Sachen unterstützt, aber auch schon weit vorher wirklich für, ich sag mal, wenn wir wirklich irgendwas gesehen haben, was unterstützenswert ist, haben wir das wirklich unterstützt. Wir haben zum Beispiel die letzte Sammlung von unserer Weltfahne, haben wir quasi an den Hospiz Verein Bornheim-Alfter. Genau. Die hatten wir auch schon im Interview. Ja, tolle Aktion. Ja, tolle Aktion. Ja. Da sind wir auch alle Mitglieder geworden. Also der Vorstand ist dann auch gleichzeitig Mitglied bei diesem Verein geworden, um dann auch die Arbeit zu unterstützen. Ja. Aber was der Achim schon ansprach, wir machen halt schon über die ganzen 23 Jahren verschiedene Spendenaktionen. Im Rahmen unseres Jubiläums 2008 haben wir Spenden gesammelt durch unsere Schalverkäufe und haben da 7.500 Euro an die Strauf Peace Stiftung gespendet, die auch dann Jugendliche unterstützt. Wir wollten da einfach auch für Kinder was machen. Jetzt haben wir im Rahmen der Corona-Krise an die Stiftung 1. FC Köln was gespendet, an Scherz e.V., an die Bornheimer Einrichtung LBK, den Förderverein Scherz e.V. Matthias Scherz. Matthias Scherz, genau. Und an das Kulturforum. Also wir haben da schon die verschiedenen Institutionen hier ein Stück weit unterstützt. Und ganz aktuell, wir haben auch ein Mitglied bei uns im Verein, der ist Chefarzt an einer Kinderklinik und die Kinder haben schon irgendwo eine Phobie, wenn sie grüne Jacken sehen. Das hängt sicherlich auch mit dem Verein vom Niederrhein zusammen. Sicherlich. Und deshalb hatte der Doktor quasi die Idee zu sagen, unsere Kinderschwestern, die sollen halt mit einer freundlichen Farbe die Kinder begrüßen. Und dann haben wir uns entschieden, die ganze Mannschaft da mit FC-Jacken zu unterstützen und die tragen jetzt alle das FC-Rot
und machen somit auch ein Stück weit die Kinder dann glücklich. Na schön, schön. Ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass ein Fußballfanverein sich um sowas kümmert und sowas macht. Ja? Zumindest hatte ich damit gar nicht gerechnet. Und da sind ja ganz schöne Summen mit dabei. Also, ja. Ne? Ja, durchaus. Eine große Summe kann man vielleicht auch sagen, auch wenn es jetzt kein soziales Projekt war, aber im Rahmen der Corona-Krise haben wir auch unseren ersten FC Köln ein Stück weit unterstützt. Mhm. Mit insgesamt 25.000 Euro. Wow! Ja. Weil wir gesagt haben, aufgrund der Spiele, die wir im letzten Jahr nicht sehen konnten, wurden uns ja die Dauerkarten ein Stück weit wieder erstattet. Ja. Und da wir ja 280 Dauerkarten momentan bei uns im Bestand haben, haben wir auf einige Spiele natürlich auf die Rückzahlung verzichtet und somit sind dann insgesamt 25.000 Euro zurückgekommen, die wir dann dem 1. FC Köln quasi gegeben haben, um den Verein auch zu unterstützen. Ja, ihr seid ja auch dem Verein noch mal einen Teil quasi näher gekommen, dadurch, dass ihr jetzt der größte Fanverein seid, ne? Richtig? Also ihr nehmt an etwas teil, was für die großen Fanclubs ist, richtig? Ja, sagen wir mal so, wir sind eigentlich schon von Beginn an ein Verein gewesen, der hier regional die Mitglieder unterstützt, zum 1. FC Köln zu kommen. Unser Vereinszweck ist ja, Kinder und Jugendliche, auch Behinderte, quasi mit einzubinden und mit diesem Buspendelverkehr dann auch die Möglichkeit zu gewähren, wirklich bis ans Stadion zu kommen, weil wir auch einige behinderte Personen im Verein haben, die es dann natürlich auch sehr leicht haben. Also barrierefreie Anfahrt, was ja mit der Bahn überhaupt nicht möglich ist. So ist das, genau. Ja. Das gewährleisten wir. Und dann war halt immer ein Hauptfokus unseres Vereins, auch den 1. FC Köln wirklich mit Fanclub-Arbeit zu unterstützen. Und wir sind eigentlich von Anfang an in allen wichtigen Gremien drin gewesen. Und das hat sich halt professionalisiert beim 1. FC Köln, auch mit der AG Fankultur 2012. Gab es ja am 4. Mai 2012 den Abstieg gegen Bayern München. Mit der schwarzen Wand kann sich vielleicht der ein oder andere auch noch dran erinnern. Und das war quasi der Auslöser, dass der 1. FC Köln gesagt hat, wir müssen eine AG Fankultur gründen, um letztendlich auch mal alle Fans an einen Tisch zu bekommen, mit denen zu diskutieren, versuchen, dass diese Dinge auch nicht mehr vorkommen im Stadion. Und da in dieser AG Fankultur waren wir Gründungsmitglied. Das hat jetzt ungefähr 8 Jahre gedauert, die AG Fankultur, bis dann jetzt der neue Vorstand gewählt worden ist. Der hat sich jetzt ein etwas anderes Konzept überlegt, das da heißt FC Fan-Dialog. Da sind wir aber auch wieder als größter Fanclub vom 1. FC Köln mit am Tisch und können damit natürlich auch einen gewissen Input liefern, was wir jetzt in unserem Fanclub haben, was die Bedürfnisse eines Familienfanclubs sind. Da sind die Ultragruppierungen drin, da sind einzelne Mitglieder drin, da ist der überregionalste Fanclub drin, der internationalste Fanclub, also verschiedene Facetten. Ah, schön. Und wir können da mit unseren langjährigen Erfahrungen auch viel Input leisten und können quasi so eine beratende Funktion des Vorstandes mit übernehmen, weil der Vorstand hat ja schon ein großes Interesse, was an der Basis los ist. Absolut. Und er möchte sich ja natürlich nicht nur auf eine Gruppierung konzentrieren, sondern versucht aus den kompletten 50.000 Fans, die dann auch im Stadion sind, sich eine Meinung zu bilden. Ja, und jeder, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, der weiß, wie wichtig der Dialog von Verein zu Fan, zur Fangemeinschaft ist und wie schnell das in die Hose gehen kann und was das für Konsequenzen haben kann. Ja. Und in Köln ist es ganz besonders wichtig, gerade durch die verschiedenen Abstiege und Aufstiege sind auch dann in der Mitgliedschaft teilweise oder in der Fanszene einige Risse entstanden. Und das versuchen wir halt auch mit unserem Beitrag zu leisten, dass diese Risse gekittet werden. Ja. Weil wir haben alle ein Ziel, wir wollen den 1. FC Köln siegen sehen und erfolgreich haben, sodass wir eigentlich alle an einem Strang ziehen und das müssen wir irgendwie übereinander kriegen. Ja. Ihr habt ja eben, du hast eben schon gesagt, ihr trefft euch auch mit dem Bus an der Marktschenke und das ist euer Vereinslokal. Ne? So, wo ihr, aber ihr habt auch ein Vereinsheim oder zumindest auch eine Geschäftsstelle, die ist aber jetzt woanders. Ja, ne? Genau. Genau, die ist jetzt seit 2 Jahren im Tennisclub in Röhsdorf. Also wir haben ja mit so einer Geschäftsstelle damals angefangen, quasi im alten Gartenland in Röhsdorf. Weiß nicht, ob das noch einer kennt vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, also das war damals an der Versteigerung so. Und da hatten wir tatsächlich damals quasi mit dieser kleinen Geschäftsstelle 2 Stunden in der Woche mal angefangen. So, das war dann quasi nur so eine kleine Ecke, die uns da eingerichtet wurde. Natürlich damals auch durch Verbindungen und sowas. Der kennt den und also konnten wir uns da hinsetzen. Und da konnten die Mitglieder uns schon quasi direkt besuchen. Und wenn die irgendwas mit Karten hatten oder sonst was, dann wurde das da gehandelt.
So, und da hat sich immer weiterentwickelt, bis wir dann halt auch eine lange Zeit in der Marktschenke dann im Keller unsere Geschäftsstelle hatten. Mhm. So, und sind halt jetzt seit 2 Jahren hat sich die Möglichkeit ergeben, mit dem Tennisclub aus Rösdorf zusammenzukommen und bei denen quasi in den Räumlichkeiten ein eigenes Büro einzurichten. Mhm. Und ja, auch die komplette Anlage und die Räumlichkeiten mitzunutzen. Und ja, da haben wir uns dann lange beraten, muss man wirklich sagen, weil wir natürlich ja, mit dem, was wir hatten, immer super zufrieden waren. Haben wir dann irgendwann gesagt, die Möglichkeit müssen wir einfach nutzen, um da auch. Und ihr habt dann auch mit dem Verein da noch was umgesetzt? Genau. Also die Kooperation, wie der Achim schon berichtet hat, ist ja dann auch entstanden, da unser Ehrenvorsitzender, der Peter Mandt, in beiden Vereinen Mitglied ist. Ah. Und da ist natürlich auch das Motto 2 Vereine, 1 Zuhause entstanden. Mhm. Und das war für uns natürlich eine einmalige Möglichkeit, dieses Angebot vom Tennisclub anzunehmen, weil wir schon immer davon geträumt haben, so ein eigenes Clubhaus zu haben. Wir sind zwar jetzt kein Eigentümer, aber wir fühlen uns quasi auch wie zu Hause da in dem Tennisheim und sind auch vom Tennisclub super aufgenommen worden. Also auch nochmal vielen Dank an den Tennisclub für diese Möglichkeit der Kooperation. Und in dem Zuge haben wir uns natürlich auch was vorgenommen. Wir wollten das Clubhaus und insgesamt die Anlage auch mit in Schuss halten. Wir haben halt viel Manpower mit 600 Mitgliedern. Wir können anpacken. Ja. Und wir können natürlich auch im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten ein bisschen auch an Input liefern. Und haben uns überlegt, was können wir denn jetzt als Fußballverein auf dem Tennisclub machen oder auf dem Tennisplatz. Und da ist uns die Idee... Fußballtennis. Genau, da ist uns die Idee gekommen, wir bauen einfach einen Allwetterplatz, den man sowohl das ganze Jahr für Tennisspielen benutzen kann, als auch natürlich für unsere Leidenschaft Fußball. Ah, richtig. Und von da aus haben wir dann mit den Planungen begonnen, wir haben dann ein Konzept erstellt unter dem Motto... Integration für Bewegung, für Jung und Alt. Das soll halt so ein großes Projekt sein, auch für Kindergärten und Schulen und Grundschulen, die dann tagsüber vielleicht die Anlage nutzen können, weil die Anlage ja meistens nur gegen späten Nachmittag bespielt wird oder am Wochenende. Und dann sind wir auch mit diesem Konzept zur ersten FC Köln Stiftung gegangen und zum Matthias Schachz e.V., der ehemalige Spieler mit der Nummer 8. Und haben da natürlich unser Konzept vorgestellt und die fanden das alle total klasse und haben uns dann auch mit großen Beiträgen unterstützt, sodass wir jetzt im Jahr 2020 den Tennisplatz oder den Allwetterplatz dort bauen konnten und auch realisiert haben. Daneben haben wir auch noch einen Spielplatz gebaut für die Kinder, auch jetzt hier für den kleinen Jonas vielleicht irgendwann mal, dass wir auch den Nachwuchs da sowohl zum Tennisclub führen als auch zu den FC Fründen. Und das macht einfach riesen Spaß, auch dieser Allwetterplatz, den wir dann feierlich eröffnet haben mit unseren Unterstützern. Das war der Markus Ritterbach, damals noch Vizepräsident, und Toni Schumacher, beide auch bei uns Ehrenmitglieder im Fanclub. Mhm. Und wir sind einfach total happy mit dieser Kooperation und haben da schon ganz tolle Feste jetzt gefeiert. Tolle Sommerfeste gemeinsam mit dem Tennisclub und auch Weihnachtsfeiern, wo wir dann den Nikolaus kommen lassen. Und für die Kinder... Ja klar, der Nikolaus ist ja auch rot-weiß. Ne? Genau. Das bietet sich ja an. Eben. Ja. Genau. Wo soll der sonst herkommen, wenn nicht so? Ja. Ach, also okay. Mir war wirklich vorher nicht klar, dass euer Verein und also auch wirklich ein Fanverein so viel umfangreiches soziales Engagement mit sich bringt und so viel Verantwortung auch übernimmt und so an diese Sachen auch noch denkt und das überhaupt nicht ums, ich fahre jetzt zum FC, trinke ein Bierchen und fahre wieder zurück geht, sondern vor allen Dingen um Gemeinschaftliches und um das, was man in so einer großen Manpower leisten kann, das auch damit andere zu unterstützen. Genau, das zeichnet uns ja aus, ne, diese Gemeinschaft, und das ist auch das Wertvollste, was wir haben in unserem Fanclub, das ist einfach diese tolle Gemeinschaft und da sind wir unheimlich stolz drauf. Könnte ja auch sein. Ich überziehe total, ist mir drissial. Ich will jetzt von euch ganz kurz, ihr dürft nicht drüber nachdenken, okay? Noch ein paar Fragen. Lieblings-FC-Spieler? Boah, Dirk Lottner. Toni Schumacher. Lieblings-FC-Trainer? Oh. Da waren so viele in den letzten Jahren, dass es... Ich sag Peter Stöger. Aha. Ja, aber auch nur wegen Europa. Nur wegen Europa. Bestes FC-Spiel, was ihr gesehen habt? DFB-Pokal Schalke 04, 2:2, nach Verlängerung 4:2. Welches Jahr?
Welches Jahr? Oder war der Schweizer Trainer und der eine hat dann noch mitgespielt? Ne? Ja, Latour. Das war, wann war das? 10 Jahre oder, her. Oder Marcel Koller. Ich weiß es nicht. Nee, Latour. Ja. Ach, in welches ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblings, das Emotionalste, definitiv das 2-0 gegen Mainz, wo Laras nach Europa ging. Ja. Also das war das emotionalste Erlebnis. Ansonsten gab es ja, ganz viele. Ganz viele. Der letzte war zum Beispiel am letzten Samstag. Genau, wir zeichnen kurz nach dem Derby-Sieg auf. Ja? Ja. Ihr zwei, danke, dass ihr hier gewesen seid. Danke, dass ihr den Verein vorgestellt habt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn es wieder losgeht. Weil ihr könnt ja dann einfach wieder losdüsen, sobald das Publikum wieder stattfindet. Genau. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Dankeschön. Das war Engagiert in der Region aus dem Vorgebirgsblick in Bornheim-Merten. Heute mit FC Fründe Mai 98. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.